Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei OTV mit aktuellen Fragen und den Antworten Ihrer Abgeordneten aus dem Bayerischen Landtag. Es ist das Reizthema der vergangenen Jahrzehnte. Ist Haschisch eine gefährliche Droge oder zählt es zu den Genussmitteln, die wie Bier oder Schnaps nicht verfolgt werden sollten? Kein Zweifel, dass es bei der Debatte um die Legalisierung von Cannabis heftig zugeht. Also es geht ja nicht um Freigabe in dem Sinne, dass jeder, der will, überall kiffen kann, sondern es geht um die Entkriminalisierung. Und da meine ich, ist hoher Handlungsbedarf da, wenn man weiß, wie viele Verfahren eingeleitet werden gegen Menschen, die halt ab und zu mal eine rauchen. Verfahren, die dann Wochen und Monate lang die Polizei auch aufhalten bei wichtigeren Dingen. Also bei medizinischer Indikation, denke ich, ist es völlig unstreitig, dass Cannabisprodukte freigegeben sind. Eine Legalisierung als Genussmittel lehne ich strikt ab. Hier haben wir große Probleme, dass eben Cannabisprodukte Einstiegsdrogen sind. Darüber hinaus führt es auch zu einer Verschärfung der gesamten Drogenproblematik. Ich denke, wir haben schon genügend Probleme mit den legalen Drogen, Nikotin und Alkohol, sodass eine Freigabe nicht in Frage kommt. Dieses Thema wird uns wohl noch etwas länger erhalten bleiben. Ein anderes Thema betrifft die Vorkommnisse in bayerischen Haftanstalten und Verwahrzellen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen. Bei der Aufklärung wird aber oft viel zu lasch vorgegangen. Die Oppositionsparteien fordern daher, bei einem Todesfall muss es eine Berichtspflicht der Regierung an das Parlament geben. Es ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass über so besondere Vorkommnisse nicht nur die jeweiligen Anstaltsbeiräte informiert werden, sondern das Parlament insgesamt. Tut man es nicht, gibt man Spekulationen die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das wäre nicht gut. Und im Übrigen ist es natürlich auch ein Anliegen des gesamten Hauses, zum Beispiel Maßnahmen zu entwickeln, zu ergreifen, um Suizide zu verhindern. Gott sei Dank haben wir in Bayern recht wenige Fälle, aber ich bin der festen Überzeugung, dass eine Berichtspflicht nicht notwendig ist. Es gibt ein parlamentarisches Fragerecht. Darüber hinaus wird auch durch polizeiliche Ermittlungen und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft jeder Todesfall aufgeklärt. Immer wieder zu Diskussionen sorgt auch die Suizidprävention. Muss man denn da noch was tun? Sicherlich ist es im Bereich des Strafvollzuges und auch des Maßregelvollzuges ein wichtiger präventiver Ansatz, der auch entsprechend durch den Freistaat Bayern unterstützt wird. Und das war's auch schon wieder mit aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag, liebe Zuschauer. Wir von Plenum TV sind dann wieder in 2 Wochen für Sie da, hier auf OTV. Bis dahin, Servus.